Hallo zusammen, ich grüße euch zu einem ganz neuen Testvideo, ein ganz besonderes, denn es gibt einen ganz neuen Riegel bei Rossmann und der ist sogar vegan in dem Fall. 31% Protein aus pflanzlichen Quellen. Schauen wir mal drauf. Ja, DM hat es vorgemacht, in deren Eigenmarke haben sie einen veganen Riegel rausgebracht und jetzt eben auch Rossmann mit dem Wellmix Sport in der Sorte Salty Peanut. Ihr könnt hier gerne mal schauen auf die Zutaten, könnt ihr gerne einen Moment pausieren. Grob gesagt, oder das Wichtigste, 29,2% Erdnüsse, die werden einen beträchtlichen Teil zum Eiweiß dazugeben. Soja-Eiweiß ist noch zugesetzt, Soja-Eiweiß, Kakao-Crispies und auch Erbsenprotein ist noch drin. Und, das sollte auch erwähnt sein, es ist Glukosesirup drin, wahrscheinlich zum Binden des Ganzen auch. Und das bedeutet kein Low-Sugar-Riegel, sondern halt Kohlenhydrate, Schrägstrich. Erdnussriegel, Proteinriegel. Kakaobutter ist noch drin, Meersalz. Aromen sind auch drin. 40% Kakao im Schokoladenanteil. Hier könnt ihr die Nährwerte sehen. Ja, ich drehe das jetzt einfach mal so. Schwupps. Wir haben pro 100 Gramm 464 Kilokalorien. Liegt an den 22 Gramm Fett durch die Erdnüsse. 35 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm. 14 Gramm Zucker. Mehrwertige Alkohole eher nicht. Also hauptsächlich normale Kohlenhydrate. Und eben auch Zucker. Genau, Schokolade ist sogar richtige Schokolade drin. Mit Zucker sehe ich hier gerade und so weiter. Maltodextrin ist das Kohlenhydrat, was hier auch noch zugestopft ist. Als Kohlenhydratquelle. Ballaststoffe 2,8 und 31 Gramm Eiweiß eben. So, gucken wir mal drauf. Oder eher gesagt rein. So sieht er aus. Und ich würde sagen, er sieht ganz gut aus. Ne? Oben so eine Schokoschicht, dann halt die Erdnüsse und das Ganze so abgebunden. Erinnert wirklich an so einen normalen Nussriegel eigentlich, wo man ihn auch kaufen kann. Und wahrscheinlich ist er, also wie so ein Be Kind oder andere Nussriegel, und wahrscheinlich ist er auch gar nicht so anders mit dem Unterschied, als dass jetzt hier noch Erbsenprotein zugesetzt ist und Soja-Eiweiß. Weil so Glukosesirup und viele Erdnüsse hat man auch in anderen Nussriegeln drin. Hat knapp einen Euro gekostet, 40 Gramm sind drin. So, er riecht sehr gut, schön erdnussig, leicht geröstet, leicht süßlich, bisschen Kakao, also vom Geruch. Riecht das schon mal geil. Erstaunlich unsüß, muss ich sagen. Wahrscheinlich deswegen auch Maltodextrin, gibt Kohlenhydrate dazu, wahrscheinlich auch Bindung. Ist aber nicht direkt ein Zucker, aber auch ein Kohlenhydrat. Ist aber nicht so süß wie Zucker. Der ist fast schon würzig, der Riegel. Wirklich nur eine leichte Süße, wenn man überlegt, viele Riegel haben eher so 30 Gramm Zucker. Der hier hat gerade mal 14 Gramm Zucker. Man schmeckt das ganz deutlich. Durch das Maltodextrin ist er allerdings sehr knusprig auch, weil das so eine crunchy Schicht ergibt. Der ist ja auch... Wo sind sie jetzt? Ein bisschen verbummelt. Ich hatte von Dr. Edgar so eine Knuspermüsli-Version, wo auch mit Maltodextrin dieser Crunch-Überzug gemacht wird. Es hat keinen Zucker, schmeckt überhaupt nicht süß, deswegen auch ehrlich gesagt nicht ganz so geil, wie ich finde. Hat aber so eine crunchy Schicht durch das Maltodextrin. Und das ist ja auch drin, das ist also sehr gut gelungen. Die Schokolade ist ein nettes Beiwerk, gibt eine kleine Geschmackskomposition hinzu. Und ja, hauptsächlich ein würziger Erdnussriegel mit einer leichten Note und 31 Gramm durchschnittlich viel Eiweiß. Und es ist eben wahrscheinlich auch der Grund, warum sie Maltodextrin reingemacht haben. Der Kaloriengehalt ist jetzt auch nicht, wer weiß wie hoch, weil eben das Zucker das Ganze jetzt nicht erhöht. Wobei Maltodextrin natürlich auch Kalorien hat. Aber ich denke, sie haben hier auch ein bisschen drauf geachtet. 464 ist natürlich jetzt deutlich mehr als bei vielen anderen Riegeln, die so 380, 360, je nach Art 350 haben. Liegt hier wie gesagt an den Erdnüssen, finde ich aber auch gut, dass so viele drin sind, denn dadurch schmeckt er mir ziemlich lecker, muss ich sagen. Probiert ihn gerne mal aus und ja, das soll es auch schon gewesen sein. Kleines Video, wir sehen uns später wieder und bis dahin. Ciao, ciao.